Doch 11 Minuten vor dem Ende ist auch der 24-Jährige dann machtlos. Der Ausgleich für die USA. 1:1, alles wieder offen. Ein Unentschieden, das die Deutschen bis zum letzten Bulli verteidigen müssen, um die Verlängerung zu erreichen. Und die Uhr bleibt stehen bei 6,9 Sekunden. Das reicht leider, um ein Tor zu erzielen. Gespannte Blicke. Ullmann gewinnt das Bulli. Und ganz die deutsche wichtig. Mannschaft gewinnt den ersten Punkt bei dieser Weltmeisterschaft. Ein Unentschieden nach 60 Minuten. Da ist eine Minute kurz Unterbrechung. Und wir haben gesagt, hey Jungs, jetzt sind wir so weit gekommen in die Verlängerung. Jetzt spielen wir auch, um den nächsten Punkt noch zu holen. Und nicht, um das Spiel nicht zu verlieren, sondern wir gehen jetzt aufs Ganze. Und ich glaube, man hat es gespürt, jeder wollte eigentlich aufs Eis beim ersten Wechsel in der Verlängerung. Also die Dramatik in der Verlängerung, im Sportlichen, auch die Zuschauer, die Atmosphäre in dem Stadion, es war wirklich ein Hexenkessel. Und diese Energie, die da rüber schwappte auf das Team und vom Team zurückkam zu den Zuschauern, war in meiner sportlichen Karriere einzigartig. Jetzt gilt's draufhämmern, von welcher Richtung das es geht, und nachsetzen. Schneller Schuss, immer Abschluss, immer in Richtung Tor. Irgendwie wird er schon reingehen. So, und ich denke auch, dass das deutsche Team sich jetzt gesammelt hat. Jetzt beginnt nochmal ein neues Spiel in dieser Overtime. Es ist ein Schuss. Da haben wir dieses Spiel gewonnen. Und da können wir. Ja, Braun bringt die Tour. Tor! Ist da! Schütz! Ja! Deutschland gewinnt mit 2:1. Und die Halle steht Kopf. 21 Sekunden in der Verlängerung. Aber die Amerikaner protestieren und es gibt wohl den Videobeweis. Ja, der war knapp 1-2 Minuten vielleicht, aber uns kam es vor wie eine halbe Ewigkeit. Und als der Schiedsrichter dann endlich kam und auf die Mitte zeigt, dann ging es nur noch auf einen Haufen auf den Dennis drauf. Und ja, die Fans haben alle gesungen und ja, das war der perfekte Start zu der Weltmeisterschaft. Tor! Ja! Es ist verbracht! Deutschland gewinnt gegen die USA mit 2:1. Der erste WM-Sieg gegen die Amerikaner seit 17 Jahren. Deutschland schafft die Sensation. Die Erleichterung, die Freude, unbeschreiblich. Eine Nation feiert die Eishockeyhelden. Da die Hymne zu singen, das war einfach nur noch Spaß. Und man war einfach nur happy, erleichtert, dass es so hinkam, hat das erste Spiel. Und ja, danach ging es in die Kabine. Da war dann, wie gesagt, der Bundespräsident. Und jeder hat nur noch vom anderen die Handschuhe ins Gesicht gekriegt. Und man hat sich gefreut und ist da noch fast auf einem Haufen gelegen. Betreuer, Physios, Trainer, jeder war nur happy. Der Sieg hat uns geholfen. Dieses 2:1, der Schuss von Brownie und die Scheibe vom Schützi, die abgefälscht wurde, hat der Mannschaft einen unheimlichen Boost gegeben. Die Rückkehr ins Mannschaftshotel nach Köln. Überglücklich, voller Adrenalin und Schlaf nicht zu denken. Ja, wir waren zwar alle müde, aber schlafen konnte man nicht richtig, weil jeder war noch aufgewacht vom Spiel und das hat dann ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, manche waren da bis um 4:30, 5:00 noch wach. Aber das ist, ich denke, nach so einem Spiel ist das eigentlich fast normal. 2 Tage spielfrei nach dem Triumph von Gelsenkirchen. Normalität kehrt ein und dazu kommt eine Erkenntnis. Jetzt startest du so in die WM, aber wenn du die nächsten beiden Spiele verlierst, dann hat es 3 Tage später, hat es jeder vergessen. Dann sagen die Leute vielleicht, Mensch, irgendwann mal, ach guck mal, ich habe hier eine Karte, da war ja mal was. Aber die ist ja im Endeffekt gar nichts wert gewesen. Oder das hatte fürs deutsche Eishockey jetzt wirklich nicht viel bedeutet, wenn du letztendlich dann wieder in der Abstiegsrunde gelandet wärst. Also die Abstiegsgefahr bleibt, denn Dänemark schlägt Finnland. Und Finnland gewinnt gegen eine tapfer kämpfende deutsche Mannschaft mit 1:0. Ernüchterung. Es beginnt wieder eine Zeit des Zitterns. Man will den Abstieg vermeiden, möchte in die Zwischenrunde, muss dafür aber Dänemark schlagen. Die dritte WM-Partie, schon ein Endspiel. Der Druck wächst. Wir hatten alle Angst vor dem Déjà-vu, vor wie es das Jahr zuvor in der Schweiz war, dass wir sagen, du spielst gegen Frankreich und verlierst
wohlmöglich dieses Spiel oder in der Schweiz haben wir gegen Frankreich verloren und mussten dann um 12 Uhr mittags in der Abstiegsrunde vor 125 Zuschauern spielen, die eigentlich nur sich schon ein bisschen früher in die Halle verirrt hatten, um nach unserem Spiel das Zwischenrundenspiel zu gucken. Oder dass du halt sagst, okay, jetzt du gewinnst dieses Spiel gegen Dänemark und bist dann wirklich da, wo du willst. Also das war eine ganz schmale Linie für uns. Und deswegen war die Anspannung dann auch wieder wahnsinnig groß. Eine kritische Situation. Uwe Krupp ist gefordert. Es gilt, Ruhe auszustrahlen und gleichzeitig das Team heiß zu machen für das Duell gegen die Dänen. Die Philosophie des Bundestrainers. Bevor das Spiel losgeht, wird die Arbeit gemacht. Die Spieler sind eingestellt. Du hast die du hast deine Reihen zusammen, du hast deine Blöcke zusammen, wenn du so arbeitest. Du hoffst natürlich, dass dann die Mannschaft, dass wir einen guten Start erwischen. Bei uns ist immer wichtig, dass wir einen guten Start erwischen, dass wir gut eingestellt sind, dass wir nicht zu offen in den Gegner reinrennen, dass wir nicht zu defensiv sind, dass wir einfach es schaffen, im Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Es ist WM-Tag 6 und das Spiel beginnt nicht gut. Die deutsche Mannschaft findet nicht in den Rhythmus und kassiert einige Strafen. Dänemark nutzt das gnadenlos aus, geht schon nach 4 Minuten in Führung. Und dann musst du halt versuchen, irgendwie deine Linie zu halten, konstant zu bleiben vor allen Dingen eine gewisse Ruhe ausstrahlen, dass die Spieler merken, wenn was Gutes passiert am Eis, ist was Gutes passiert am Eis, aber wenn was Schlechtes passiert am Eis, ist es nicht das Ende des Spiels, sondern dann geht es erst richtig los. Und die gewinnen, ganz wichtig, Marcel Gotsch. Sulzer Tor! Ausgleich! Sulzer von der blauen Linie, vielleicht noch abgefälscht. Gotsch war es, der die Scheibe hier abgefälscht hat. Unhaltbar. 1-1, der Kapitän mit seinem 13. Länderspieltor. Oh, das ist so wichtig, vor allem für die Nerven. Ein wesentlicher Unterschied zum Finnlandspiel, die deutsche Mannschaft hat zurück zu ihrem geradlinigen Spiel nach vorne gefunden, wie im ersten Turnierspiel. Schütz, Tor! Es ist wieder Schütz, der das 2-1 macht. Deutschland führt gegen Dänemark. Schön gemacht von Schütz, wie er sich hier behauptet und dann einfach mal ganz frech abzieht. Der ist keine 1,80 groß, dieser Felix Schütz, aber wie der in die Zweikämpfe geht. Zweites Turniertor, 34 Minuten vorbei. Sie suchen nach einer Antwort, die Dänen, aber die deutsche Mannschaft macht das gut und hat die Möglichkeit. Durchkreuzer, Bartha, Felski, Gotsch. Scheibe ist frei, Tor! Deutschland führt mit 3-1. Die Entscheidung durch das erste Länderspieltor von Niki Gotsch. Deutschland siegt. Der Abstieg ist kein Thema mehr. Das Team um Captain Gotsch steht in der Zwischenrunde. Durchatmen und Zeit für neue Ziele. Das war für uns Eine Wahnsinnserleichterung. Das hat man bei allen gemerkt. Also wenn du dann siehst, wie die Physiotherapeuten, die Betreuer, alle die drumherum, die da mitarbeiten und wie die sich gefreut haben, was da für eine Erleichterung dann in der Kabine war und haben sich über den Sieg gefreut, weil auch das ganze Auftreten, wie das Spiel gelaufen ist, wir haben das Spiel souverän gewonnen, wir haben das Spiel klar dominiert, haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und Wir waren bereit für mehr in der zweiten Woche. Motivation genug also für das erste Zwischenrundenspiel gegen Russland an WM-Tag 9. Der Rekordweltmeister, ein Star-Ensemble. Dimitri Kotschnev soll sie aufhalten. Der deutsche Torhüter spielt in der russischen Liga. Er hält stark, kann aber den Rückstand nach 14 Minuten nicht verhindern. Kowalczuk, 1-0 für Russland. Und die Russen legen nach. Kulemin trifft zum 2-0. Das Spiel scheint entschieden. Aber die deutsche Mannschaft kommt eindrucksvoll zurück. Ja, so ein Spiel war natürlich dafür da, auch, dass wir auch zeigen, weiterhin in der Weltmeisterschaft, dass wir vernünftig Eishockey spielen können. Also, dass wir mithalten können, dass wir unser Bestes geben immer. Und dass man nicht halt von so einer Eishockey-Nation abgeschlachtet wird. Ja, starke Macht von Erhoff. Sehr stark von Erhoff. Und vielleicht jetzt die Schussmöglichkeit. Wir lassen so viel liegen heute.
Wolf. Nur noch Sekunden in diesem zweiten Durchgang. Postbild, Wolf. Jetzt der Abschluss. Tor! Der Treffer gilt. Eine Sekunde vor der Drittelpause. 1:2. Endlich. Deutschland hält mit dem großen Turnierfavoriten und hat sogar Chancen zum Ausgleich. Aber die Russen haben ja ihren Superstar. Oh, jetzt ist Ovechkin da. Und wenn er die Chance hat, Ovechkin, dann macht er ihn halt. Dann macht er auch im vierten Turnierspiel sein Tor. Aber auch das 1:3 ist noch nicht das Ende. Denn in dieser Mannschaft stimmt es absolut. Keine Stars, keiner ist sich für die Schmutzarbeit zu schade. Sie halten zusammen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Felski. Ja, die Chance ist da, Abschluss, Tor! 2:3, Alex Bata mit dem erneuten Anschlusstreffer. Wir sehen mal, wie Felski am schnellsten reagiert. Und dann ist erst Bata, der zu Boden geht, aber dann sofort wieder aufsteht. Ihr seht das, da liegt er noch, steht auf und dann kommt der Rebound zurück. Super eingeschossen. 2:3, dabei bleibt es. Aber die Russen müssen bis zum Schluss zittern. Noch 10 Sekunden. Christoph Ullmann. Jetzt muss die Scheibe zum Tor. Gibt's noch mal die Möglichkeit. Jetzt Erhoff direkt. Schuss, abgefälscht. Abgefälscht, aber es reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr. Deutschland verliert mit 2:3 gegen Russland. Aber hat gespielt wie ein Sieger. Das beste Spiel gegen eine Top-Nation seit vielen Jahren. Deutschland tankt weiter Selbstvertrauen, muss aber nur knapp 22 Stunden später schon wieder ran. Gegen Weißrussland, das die DEB-Auswahl bei den Olympischen Spielen aus dem Turnier warf. Die Weißrussen führen früh und sie führen lange, bis zur letzten Minute. Jetzt läuft Endras bei diesem Angriff mit raus. Die deutsche Mannschaft jetzt mit 6 Feldspielern. Schütz. Schiedsrichter beim Weg. Felski. Jetzt ist Schuss weg. Tor! Tor der Ausgleich! 53 Sekunden vor Schluss. 1:1. Deutschland hat einen Punkt sicher, aber die Mannschaft will mehr. An diesem Abend zu viel. Aber es reift eine wichtige Erkenntnis. Overtime, 30 Sekunden vor Schluss. Christian Erhoff hat die Scheibe vor seinem eigenen Tor. 4-4. Schaut hoch auf die Uhr. 30 Sekunden, 28 Sekunden. Läuft über die rote Linie, legt die Scheibe nach außen. Christoph Ullmann ist auf der einen Seite, andere Außenstürmer ist auf der anderen Seite. Von den 4 Spielern war niemand mehr da auf dem Eis, der gesagt hat, in den 30 Sekunden passiert noch irgendwas, wo wir das Spiel verlieren könnten. Sondern das war eine Gruppe auf dem Eis und eine Gruppe auf der Bank, wo jeder nur noch eins im Auge hatte und das war, wir gewinnen. Oh, aufpassen! Auf der anderen Seite, um Gottes Willen, 3:0, Grabowski gegen Denis Endras und Kaluschny macht das Tor. Weißrussland gewinnt dieses Spiel, 14 Sekunden vor Ende der Verlängerung mit 2:1, Alexei Kaluschny. Im Nachhinein war es für mich der entscheidende Moment in der WM, wo ich wusste, das ist eine Mannschaft, die wird gewinnen. Die wird sich durchsetzen, die gewinnt. Und die hat die richtige Einstellung, die hat das richtige Herz. Die pumpen auf allen Zylindern und genauso, wie wir es brauchen, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen, um jetzt deutsche Eishockey nach vorne zu bringen. Nach vorne heißt ins Viertelfinale. Wieder ein Endspiel. Die Slowakei wartet. Der Druck wächst. WM-Tag 12. Siegen oder ausscheiden? Bereit für das große Duell. Und die Chance. Über noch das deutsche Team jetzt. Ist es da, das 1:0. Bata war es wieder. Zunächst die Möglichkeit für Daniel Kreuzer. Und dann ist es Alex Bata mit seinem zweiten Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Alex Bata und Daniel Kreuzer, die ja fast sowas waren vor dieser Weltmeisterschaft wie Wackelkandidaten. Aber zusammen mit Felski haben sich die wirklich gefunden. Bata, gut gemacht. Und wieder gut nachgesetzt. Und jetzt ist die Chance da. Tor! Kreuzer! Da
Daniel Kreuzer mit dem 2:0. Und wieder war der Ausgangspunkt Alexander Bartha. Die waren Gold wert für uns, die drei. Alexander Bartha, wahnsinnig wichtige Tore für uns geschossen. Daniel Kreuzer da in dem Spiel ganz entscheidend. Sven Felski mit seiner langen Erfahrung. Also die Jungs haben einen riesen Job gemacht. Also ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass die auch mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihren Führungsrollen in den Vereinen ganz, ganz wichtig auch waren für die Nationalmannschaft. Ich weiß, dass unsere Reihe sowieso, denke ich, sehr großen Anteil daran hat, dass wir so erfolgreich gespielt haben. Ich meine, der Schnitzel, der ist ja einfach der Bomber sowieso und wir wissen, dass der uns wahnsinnig geholfen hat in der Reihe auch und Alex ist auch ein überragender Eishockeyspieler. Also ich glaube, dass die Erfahrung vom Schnitzel und das Spielerische vom Alex auch unwahrscheinlich weitergeholfen hat, dass unsere Reihe sehr gut funktioniert und dann auch halt auch in den richtigen Momenten auch Tore geschossen wurde. Die Tore von Alexander Bartha und Daniel Kreuzer, genannt Schnitzel, reichten. Auch wenn die Slowakei noch auf 2:1 verkürzte, der Traum vom Viertelfinale sollte sich erfüllen. Gott, das Tor ist leer. Vorbei. Aber es wird reichen. Es wird reichen. 5 Sekunden. Noch einmal kommen die Slowaken. Jetzt muss er abschließen. Endras! Und jetzt ist es vorbei. Und Deutschland steht zum ersten Mal seit 7 Jahren unter den Besten 8 der Welt. Viertelfinale. 2:1 Sieg gegen die Slowakei. Und was ist da unten los? Als hätten sie den Titel geholt. Und die Halle steht Kopf. WM-Tag 13. Die deutsche Mannschaft muss umziehen nach Mannheim. Aber diesmal soll das Viertelfinale nicht die Endstation sein. Und plötzlich geht die Tür auf und dann steht die Schweiz da. Und dann haben wir uns wieder angeguckt und haben gesagt, Halbfinale. Wieso nicht? Die Schweiz ist in Anführungsstrichen in dem Fall der leichteste Weg dorthin. Da haben wir gesagt, da fahren wir nicht nur hin, um danach in der Kabine ein Bier zu trinken und zu sagen, das war unser Viertelfinale, sondern wir kommen wieder zurück nach Köln. Die Schweiz, ein besonderer Gegner, Erzrivale seit 100 Jahren. Im vergangenen Jahrzehnt sind die Eidgenossen an Deutschland vorbeigezogen, in die Weltspitze. Der Unterschied stand in dieser Zeit im Tor. Martin Gerber spielte häufiger in der NHL als Dennis Endras in der DEL. Ein Gegensatz, der an WM-Tag 14 nicht zählt. Die Schweiz war fällig. Die sind uns nicht mehr so überlegen, läuferisch überlegen. Die sind immer noch überlegen in einigen Dingen. Aber im Endeffekt hatte ich immer das Gefühl, dass die Torhüterleistung der Schweizer der ausschlaggebende Grund war, warum sie uns geschlagen haben. Und wenn du natürlich in deinem Tor den MVP der Weltmeisterschaft hast, dann damit ist das Torhüterproblem gelöst und der Vorteil für die Schweiz nicht mehr da. Dennoch, Deutschland kommt schwer ins Spiel. Die Schweizer beginnen stark. Ja, Möglichkeit für die Schweizer, die erste Chance und Pfosten! Die Schweiz hat die besseren Chancen. Die deutsche Mannschaft hält dagegen. Es ist ein intensives Spiel, voller Emotionen. 15 Minuten sind vorüber, als der beste Schweizer Torschütze die Nerven verliert. Für Martin Plüss ist das Spiel nach einem Stockstich gegen Christian Ehrhoff zu Ende. 5 Minuten Überzahl für die deutsche Mannschaft. Kreuzer durchgelassen für Alex Bartha. Jetzt ist die Formation da. Justin Krüger, Alex Bartha, Kreuzer vor dem Tor Kugula. Schön. Und jetzt Braun, Krüger, Braun, geht durch. Jetzt frei. Kommt die Scheibe. Oh. Chance für Gogula, die beste bisher fürs deutsche Team. Kein Tor im Powerplay, aber die Mannschaft steigert sich von Minute zu Minute. Wie auch die Emotionen in der Arena. Überfülltes Stadion, eine unglaubliche Stimmung für Eishockey. Und auch hier die Stimmung der Zuschauer, die passte komplett zur Mannschaft. Diese Euphorie, die sich gegenseitig befruchtete und ein einzigartiges Erlebnis für alle. Dies gepaart mit dem Siegeswillen, dann kam dieses Spiel an Dramatik nicht zu überbieten, ein offener Schlagabtausch. Ja, guter Zweikampf von Marcel Müller. Ja, abgefällt, schon die erste Chance da. Ullmann und Wolf.
Wir haben mal gesehen, was möglich ist, wenn man eben auch die Schweizer aggressiv unter Druck setzt. Wolf, Felski, Ullmann. Gut gemacht von Christoph Ullmann. Macht das alleine? Nein, er wartet. Felski bringt sich in Position. Da ist Wolf! Das Spiel ist zur Hälfte vorbei. Noch immer keine Tore. Es wird immer deutlicher. Der erste Treffer wird entscheidend sein. Er fällt um 21.19 Uhr. Minuten und 46 Sekunden gespielt. Philipp Gogola schießt ein Tor für die Geschichtsbücher. Die Deutschen verteidigen ihren Vorsprung. Die Schweizer nehmen schon 2 Minuten vor Schluss den Torwart vom Eis, aber mit Plus fehlt der Vollstrecker. Dramatik bis zu einem Ende, das unvergessen bleiben wird. 25 Sekunden. Torhüter bleibt draußen, Brunner steht bereit. Auf der rechten Seite. Die Scheibe wird auch tief eingeschossen, sodass Brunner dazukommen kann. Aber Schütz hat die Scheibe wieder rausgebracht. So, und jetzt brechen gleich die letzten 10 Sekunden an. Ein Angriff noch der Schweizer. Sieger! Endras lässt prallen. Krüger hat den Puck. Und jetzt ist der Puck raus. Und es ist aus. Und es ist wahr. Es ist wahr. Deutschland steht im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das ist unglaublich. Das ist mehr als ein Traum. Aber sag bloß, er wird noch eine Sekunde spielen lassen. Tatsächlich. Der Teppich war da und wir waren ja, glaube ich, das Tor war schon aus den aus der Ankerung gerissen und wir standen da in dem Tor und haben uns gefreut und schon ein bisschen gefeiert. Und dann kam der Schiri, ja Jungs, ihr habt noch eine Sekunde. Dann ist, ich glaube, jeder, wir haben uns angeschaut und wie. Und wir gucken hoch auf die Anzeigetafel und dann steht da noch eine Sekunde. Und dann, wie jetzt? Ja, eine Sekunde im Eishockey, da kann viel passieren. Also man muss immer mit dem Unmöglichsten rechnen, gerade bei einer knappen Führung. Und selbst da waren wir uns noch nicht sicher und ich war mal ein Spiel ist erst aus, wenn der Schiri wirklich abgepfiffen hat. Ja, ich durfte dann das Bulli machen. Ich wollte es nicht gewinnen, ich wollte nur die Scheibe weg vom Bullipunkt Richtung Bande oder Richtung Ecke. Das war mir dann egal. Auf geht's, Leute. Marcel Gotsch. Ja! 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 Und jetzt geht auch Gotsch aufpassen. Wir brauchen dich noch. Oh, da gibt es einen Faustkampf da unten. Jetzt lassen die Schweizer ihren Frust raus. Ja, und die Rangelei. Da war ich nicht ganz unbeteiligt. Muss man sagen. Die Scheibe ging zur Bande, kam zurück. Und der Schweizer Mittelstürmer läuft Richtung Scheibe und ich bin ihm hinterher. Und eigentlich wollte ich ihm nur sagen, das hätte er nicht machen brauchen, die Scheibe noch Richtung Tor schießen. Und dann ist das ein bisschen ausgeartet. Wir müssen aufpassen, nicht dass es noch Sperren gibt fürs Halbfinale. Und er ist wie von Sinnen. Und Hubert Meister, der Torwarttrainer. Und jetzt geht auf Ernst Höfner los. Um Gottes Willen. Das war eine sehr emotionale Sache. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Sowas will man nicht haben. Und ich bin als Head Coach natürlich auch für meine Bank verantwortlich. Ich denke immer, ich habe Probleme, ich muss mich um meine Spieler kümmern, dass ich die kontrolliere. Aber ich habe auch noch zusätzlich eine recht temperamentvolle Truppe hinter der Bank, auf die ich auch aufpassen muss. Mitten in diesem unübersichtlichen Getümmel hat einer ein klares Ziel. Dennis Endras, der zu Null-Torwart. Ja, es war nur noch Chaos, aber mir war eigentlich wichtig, dass ich den Puck mir irgendwie sicher, den habe ich dann noch gesehen, das war das einzige Sinnvollste noch, was ich jetzt da machen hat können. Und ja, und seitdem hat er natürlich einen schönen Platz bei mir in meinem alten Kinderzimmer. Dennis Endras, das Gesicht des deutschen Erfolges, das Gesicht der Weltmeisterschaft. Er malt auch eines der Bilder dieser WM. Dann kam die Fahne, die 3-Meter-Fahne. Und ja, dann die Runde natürlich und die lauten Leute. Und das war einfach Gänsehaut pur. Und
sowas vergisst man nie wieder. Und dass ich derjenige war, der diese Fahne symbolisch über das Eis tragen durfte, ja, ich habe einfach gedacht, ich bin im falschen Film, dass wir jetzt sowas erreicht haben. Man sieht es oft im Sport, dass jemand mit der Fahne durchs Ziel läuft oder so. Aber in diesem Moment, mit dieser riesigen Fahne, mit dem Sieg im Rücken und mit dem Einzug ins Halbfinale, das war einzigartig. Und diesen Moment, den werde ich nie mehr in meinem ganzen Leben finden. Nach dem 1:0 gegen die Schweiz, die deutschen Helden umlagert von Familie und Fans. Persönliche Momente nach dem großen Triumph. Rückreise nach Köln als eines der vier besten Teams der Welt. Zum ersten Mal seit 57 Jahren. Aber damals gab es auch nur vier Teilnehmer. Es ist schon jetzt der größte Erfolg eines deutschen Teams bei einer WM. Einfach ein irres Gefühl. Da sind wir morgens aufgestanden und haben gesagt, hey, wir sind im Halbfinale. Und das war, ich weiß gar nicht, das hat man schon ein paar Mal hören müssen, bis man dann das realisiert hat. Sagt man, hey, wir sind im Halbfinale. Es sind nur noch vier Stück dabei und wir sind eine Mannschaft davon. Das war ein super Gefühl. Du bist da echt reingekommen und hast gesagt, ja, klar, Ovechkin, Kowalczuk, Malkin. Hey, wir sind auch dabei. Wir gehören auch zu den letzten vier. Und die sind ja schließlich auch im gleichen Hotel hier aufgewacht wie wir. Ne? Die haben ja auch nicht auf Rosenblättern geschlafen oder so. Die haben ja auch hier gewohnt. WM-Tag 16, das Halbfinale. Wieder gegen Russland, das mit Jewgeni Malkin einen weiteren Stürmerstar dazu bekommen hat. Deutschland, der größte Außenseiter der WM-Geschichte gegen den Rekordweltmeister. Der ausgeruhte Rob Sepp spielt im Tor. Aber nicht er, sondern sein Gegenüber wird im Mittelpunkt stehen. Die deutsche Mannschaft setzt den Favoriten unter Druck. Russland antwortet knallhart. 11 Minuten gespielt, Corbinian Holzer ausgenockt. Gehirnerschütterung. Für den Verteidiger ist das Turnier zu Ende. Für den Russen Kulimin das Spiel. Es folgen 7 Minuten Powerplay. Schütz. Christian Nerv. Guter Schuss, Tor! Deutschland führt! Marcel Gottsch mit dem 1:0. Ist das wahr? Deutschland führt im Halbfinale gegen Russland mit 1:0. Unglaublich. Also wir sind ja in das Spiel reingegangen und wollten das natürlich gewinnen und die Überraschung perfekt machen, dass wir dann am Ende im Finale stehen. Und dass wir dann auch noch in Führung gehen. Und dann, wir waren in der Kabine und jeder war heiß. Jeder wollte eigentlich gleich, wir hätten am liebsten gleich weitergespielt, ohne die Drittelpause, weil es eben so gut gelaufen ist. Auch im zweiten Drittel spielt Deutschland gegen den 25-fachen Weltmeister einfach klasse. Russland macht Druck, aber Rob Sepp hält alles. Und Felix Schütz kontert. Schütz in Unterzahl. Felix Schütz. Schütz! Oh, eine super Breakchance erarbeitet von Schütz. Hier sehen wir es nochmal. Macht auch eine gute Bewegung. Aber leider macht der Torhüter besser. Ne? Ich traue mich das kaum zu sagen, aber es ist ein Spiel, in dem du sogar 2:0 führen könntest. Das war ein besonderer Moment. Und lassen wir uns mal gegen die Russen in Führung gehen. Mit vor 18.000 Zuschauern. Dann wird es für die ganz eng. Aber die Superstars drehen auf und finden nach 31 Minuten eine Antwort. Gonča. Das ist wie ein Powerplay und jetzt steht es 1:1. Und sehen Sie mal die Erleichterung an bei Jewgeni Malkin. Da siehst du, wie groß der Druck war. Unentschieden nach 40 Minuten. Niemand hatte das erwartet. Unentschieden nach 50 Minuten. Niemand hatte auch davon nur zu träumen gewagt. Unentschieden nach 58 Minuten. Jeder hofft auf das Wunder. Aber diesmal wird es keins geben. So, und jetzt laufen die letzten beiden Minuten. Kogula. Oh, das ist ein Fehler, das ist ein bitterer Fehler, das kann kosten. 2-1-Situation, Alexander Sulzer, jetzt fällt das Tor. Datsyuk mit dem 1:2. Ist das denn die Möglichkeit? Einmal so offensiv. Russland macht 2 Minuten Verschluss, das 2:1. Ist das bitter? Der hat nicht einmal auf die Scheibe geschaut, sondern immer nach rechts zu seinen Mitspielern und guckt und guckt und dribbelt und auf einmal ohne Ansatz ping. Und
ja, dann war, denke ich, ging bei jedem ein bisschen, Mann, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Aber ja, irgendwie, der Glaube war noch nicht ganz weg. Wir haben immer nur versucht, alles zum Tor, aber hat dann am Ende doch nicht ganz gereicht. Spiel ist vorbei. Russland steht im Finale gegen Tschechien. Und die deutsche Mannschaft spielt morgen um Platz 3. Aber was hat die deutsche Mannschaft Werbung gemacht fürs Eishockey? Eines der besten Spiele, das jemals ein deutsches Team abgeliefert hat. Dass man so knapp dran ist, die Russen mal zu schlagen und im Prinzip mehr oder weniger eine Minute vor Schluss so ein an sich blödes Tor fängt. Und also da macht keiner jemand irgendwie einen Vorwurf, warum und wieso. Aber das ist halt sehr, sehr ärgerlich, wenn du wirklich so knapp dran bist, so eine Weltklasse-Mannschaft mal zu schlagen. Und war schon ziemlich leer gewesen. Ich persönlich sage für mich die bitterste Niederlage in meinem Leben bisher. Aber grundsätzlich jetzt, ich glaube, wenn wir uns einen Tag nach dem Spiel hier zusammen hingesetzt hätten, dann würde ich jetzt wahrscheinlich weinen. Aber jetzt so rückblickend ist man dann doch stolz. Aber wie wir dann an der blauen Linie standen danach und da waren wirklich, also da sind schon Tränen geflossen bei den Jungs. Also die waren schon, da war die Enttäuschung schon da. Vom Eis zur Kabine, da standen ja dann alle möglichen Pressevertreter, Medien, Eismeister, die Puck-Jungs, die in den Fernsehunterbrechungen das Eis ein bisschen sauber gemacht haben. Alle Offiziellen standen da wirklich Spalier und haben applaudiert, wo wir durchgegangen sind. Das war schon ein bewegender Moment da. Die Spieler haben keine Zeit, das alles zu verarbeiten. Wie nah sie am Finale und wie nah sie an einer Medaille waren. Nur 19 Stunden später gibt es eine weitere Chance im Spiel um Platz 3. Schweden geht früh in Führung. Und wie in jedem Spiel geht das deutsche Team, angetrieben von den Fans, über die Leistungsgrenzen hinaus. Kokula kommt mit in der Mitte. Bata. Gustafsson. Nochmal Bata mit der Möglichkeit. Bata. Tor. Ja. Bata, war das stark, war das stark, 1:1. Es ist der dritte WM-Treffer für Alexander Bata, den besten deutschen Torschützen. Aber es ist auch das 9. Spiel in 17 Tagen und weder Kopf noch Beine der Deutschen sind frisch genug, um einen Weltklasse-Gegner einzuschüchtern. Schweden gewinnt das Spiel mit 3:1, holt Bronze. Deutschland verpasst eine Medaille und wird dennoch gefeiert. Eine letzte Ehrenrunde, ergreifend. Die Bedeutung dieses Erfolges wird den Spielern erst nach und nach bewusst. Während in der Arena drinnen das große Finale läuft, bereiten davor tausende Fans der deutschen Mannschaft einen triumphalen Empfang. Keine Medaille, trotzdem war die Nationalmannschaft der große Gewinner dieser WM. Es hieß dann plötzlich in einer halben Stunde alle beim Dieter im Bus und dann wusste keiner, wo es hingeht. Ja, und dann standen wir auf dieser Empore und haben dann erstmal gesehen, wie viel Fans da waren. Und dann haben wir auch alle schon gesagt, hey, wow, guck mal, Vierter, klasse. Was wir erreicht haben, sollte man nicht anhand nur von einer verpassten Medaille jetzt ausmachen. Ich denke, wir sind einfach vierter Platz geworden und haben gegen mit die größten Mannschaften der Welt spielen dürfen. Dass wir Deutschen da oben mitspielen können, dass wir eine der Top-Nationen werden können, wenn wir auf dem Niveau weiterspielen, wo wir jetzt angefangen haben zu spielen. Das hat das für mich und meine Generation, denke ich, gezeigt. Es gibt keine Erfahrung, die mehr positiv sein kann, als was ich erlebt habe hier auf der WM. Und da kann auch ein Stanley Cup, das wirst du dich nicht anders drüber. Das Einzige, was ist, du hast ein Hardware, du hast das Ding zu Hause. Eine Kopie davon, noch eine Kopie. Was wir mit dieser WM, mit diesem Eröffnungsspiel auf Schalke auch international geschafft haben, fürs deutsche Eishockey, ist enorm und wir können uns überall in der Welt sehen lassen. Das war in meiner Karriere das absolute Highlight, das Größte, was ich erleben durfte. Ich denke, das
kam auch durch den Erfolg und das wird schwer zu toppen sein. Sie werden unvergessen bleiben, diese 17 Tage im Mai. Es waren unglaubliche 17 Tage. Deutschland führt im Halbfinale gegen Russland. Ja, Wahnsinn. Das war auf jeden Fall das Highlight meiner Karriere. Oh, jetzt fällt das Tor. Russland macht 2 Minuten vor Schluss das 2:1. Ist das bitter. Nach dem WM-Märchen. Eishockey-Deutschland hat noch eine Rechnung offen. Russland ist natürlich haushoher Favorit. Zwischen Mission Klassenerhalt. Wir haben eine sehr harte Gruppe, da gilt es erstmal zu bestehen. Und der Revanche gegen den Rekordweltmeister. Ja, auf jeden Fall wollen wir sie ärgern. Der WM-Auftakt Deutschland gegen Russland. Wir sind alle heiß drauf. Jetzt.